denn für einen alten Verteidiger? Er war doch gut, oder nicht? Ja, sag ich doch. Pip, willkommen zurück. Das ist wirklich seit 2001 die erste Saisoneröffnung, die du auf Schalke wieder erlebst. Damals hatten wir einen Rekordbesuch, habe ich gerade nochmal nachgeguckt, von ungefähr 50.000. Jetzt ist es mehr als das Doppelte über den Tag hinweg. Es hat sich ganz schön was getan hier. Scheinbar. Aber du warst immer im Herzen oder immer Mitglied dieser Schalker Familie. Und deshalb haben sich die Leute sehr gefreut, dass du wieder bei uns bist. Wie ist dir das gegangen jetzt in der Sommerpause, als du mal ein bisschen Zeit hattest, alles sacken zu lassen, dieses Wahnsinnsjahr, darüber nachzudenken? Was kam da, warum? Na ja gut, wir haben uns direkt wieder konzentriert auf die neue Aufgabe von dieser Saison. Und ich hoffe, dass das die Spieler auch getan haben. Und daher hat sich nicht so viel geändert in die Sommerpause. Wir sind ständig dabei, um uns zu konzentrieren auf die neue Aufgabe. Da gibt es auch jede Menge Fragezeichen, ganz viele Optionen, die du hast. Ist das jetzt schön oder sagt man zwischendurch, meine Herren, ich hätte ganz verschiedene Systeme spielen mit ganz verschiedenen Spielern. Wie puzzelst du das zusammen? Das Schöne ist, dass die Spieler es der Trainer immer schwierig machen. Und das haben sie auch getan in die Vorbereitung. Und das ist schwierig, um die Konkurrenz zu sehen. Und da dann die richtige Entscheidung zu treffen. Aber nochmals, ich habe das auch immer betont, du kannst nicht mit 11 Leuten eine Meisterschaft angehen. Da brauchst du immer einen Kader von 3, 4, 25 Spielern. Und du brauchst jeden. Und jeden ist wichtig. Nicht nur, wie das immer in die Öffentlichkeit gebracht wird, die erste 11. Für mich sind es nicht die erste 11, für mich sind es das Kader. Es ist wichtig, weil jeden brauchen wir. Das haben wir spätestens gesehen in der letzten Saison bei diesem 4-Torwart-Jahr, wo jeder von den Torhütern einmal dran war. Da musste man noch einen holen und der hat sich auch noch wieder verletzt. Und gut, du hast jetzt in dieser Frage zum Beispiel als letzter die Entscheidung, den Hut auf, haben wir gerade gehört. Kannst du uns denn da eine Tendenz sagen? Ja, das kann ich. Dann hören wir jetzt ganz gespannt. Der eine von den drei wird den Tor stellen. Ich wusste es. Sollen wir dasselbe jetzt noch für die Innenverteidigung machen und für die Sechser und die Zehner und die Achter und... Ja. Haben wir denn ein System? Können wir sagen 4-2-3-1, können wir sagen 4-4-2 mit Raute, wie jetzt zuletzt mal im Testspiel? Ja, das Schönste ist, dass du mehrere Organisationen spielen ganz in einem Spiel und dass auch mal es wechseln kannst auf zwei Stürmer, nach drei Stürmer, nach vier Stürmer. Das ist immer abhängig von, wo hat man Ballbesitz, wo hat man Ballverlust. Und das geht so schnell heutzutage in das moderne Fußball, da können wir von früher her nicht mehr mithalten. Das Fußball ist viel athletischer geworden, viel schneller geworden und von daher ist es schön, dass man die Möglichkeit hat, dass man mehrere Möglichkeiten hat, von aus einer Organisation zu spielen. Die Organisation ist immer wichtig. Wir haben in der letzten Saison zu viele Gegentore bekommen, ja? Sehr viele geschossen. Wie machen wir es denn jetzt? Gehen wir weiter riskant auf ein 3-2 oder wollen wir gucken, dass wir ein bisschen weniger reinkriegen? Die Nummer muss stehen, sagt man dann. Ne? Nein, es ist doch viel lieber, um ein Tor mehr zu machen als der Gegner. Ja? Früher hatten wir nicht die Möglichkeit, in die Offensive zu gehen, so wie wir das heutzutage haben. Und wir werden auch diese Saison wieder versuchen, in die Offensive zu gehen. Aber es sind auch mal Momente, dass der Gegner den Ball hat und da muss man doch verteidigen. Da habt ihr den Schwerpunkt drauf gelegt, in den ersten Wochen dann auch gegen italienische Gegner zu spielen. Waren ja drei an der Zahl, die sind taktisch sehr geschult. War das die Hauptaufgabe der Vorbereitung bisher? Ja, wir haben mehrere Aufgaben an die Mannschaft übertragen und erstmal war es gegen den Ball zu arbeiten, im Nachhinein in die Offensive zu arbeiten und wir haben noch nicht alles hinbekommen, aber das kann auch nicht anders, weil wir haben noch eine ganze Saison vor uns. Wenn wir jetzt alle auf 100% wären, dann können wir allen nach Hause gehen und dann brauchen wir nicht mehr zu arbeiten. Aber ich glaube, wir müssen jeden Tag noch viel Arbeit leisten. Und du sollst natürlich bei uns bleiben, du hast viele Entscheidungen zu treffen im Team,
mit all den Jungs, die mit dir zusammenarbeiten. Und wir wünschen euch da ein glückliches Händchen und gute Entscheidung. Wir sagen danke, hübsch Ding!